Hi, das hier ist ein gigantischer Barbecue-Sauerkraut-Burger und wie man den macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meine Barbecue-Kraut-Burger brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das wird ein Schweinefleisch-Burger. Dementsprechend habe ich hier 5 Schweinewürstchen. Insgesamt sind das hier 400 Gramm. Also machen wir 200 Gramm Patties. Dann habe ich hier noch ein Stück Provolone-Käse. Alternativ könnt ihr gerne Cheddar verwenden. Buns benutze ich heute fertig. Und zwar habe ich hier so Kartoffel-Buns. Die kann man durchaus mal testen. Pfeffersalz werden wir brauchen. Und das Barbecue-Kraut machen wir uns selber. Dafür brauchen wir Sauerkraut, Barbecue-Soße und eine Zwiebel. Und das ist auch schon alles, was wir benötigen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. So beginnen wir also mit unseren Patties. Wie gesagt, das hier sind Schweinewürstchen. Und wir brauchen also 2,5 pro Patty. Und dafür nehmt ihr euch einfach dann ein Messer und schneidet quasi gerade hier den Darm ums Würstchen auf. Und dann könnt ihr hingehen und das Fleisch befreien. Da wir ja 2,5 pro Patty brauchen, nehmen wir uns einfach eine Wurst und teilen uns die. Und dann gehen wir hin und verkneten das Brät miteinander. Das Schöne ist ja, wenn wir jetzt diese Würstchen genommen haben, die sind ja schon gewürzt, also dementsprechend brauchen wir da nichts mehr zu machen. Und haben dann ein wunderschönes 200 Gramm Schweinefleisch-Patty. Ich bereite das andere jetzt noch vor. So, die Fleischpatties sind fertig vorbereitet. Kümmern wir uns jetzt noch schnell um die Zwiebel. Die wird einfach in kleine Stücke geschnitten. Denn die brauchen wir ja später für das Barbecue-Kraut. Und die schneiden wir nach Möglichkeit relativ fein, dass sie sich dann gleich im Kraut dementsprechend auflösen kann. Damit haben wir auch schon so gut wie alle Vorbereitungen abgeschlossen. Jetzt nur noch hier dieses Stück Provolone. Wie gesagt, wenn ihr Cheddar-Käse habt, nehmt gerne Cheddar-Käse. Aber ich hatte jetzt hier dieses fantastische Stück Käse noch übrig. Und da wir nur 2 Burger machen wollen, ist das mehr als ausreichend Käse. Dann haben wir hier noch die Kartoffelbuns. Die kann ich schon mal aufschneiden. Die werden also mit Kartoffelmehl gemacht. Sind etwas völlig anderes als die Brioche-Buns, die ich sonst so gerne verwende oder die ich selber backe. Die sind ein bisschen fester, aber vom Geschmack her echt okay. Damit sind alle Vorbereitungen abgeschlossen und jetzt geht's rüber an die vorgeheizte Grillplatte. So, wie ihr sehen könnt, die Gussplatte ist ordentlich vorgeheizt. Und hier habe ich meine Schweinefleisch-Patties und die legen wir jetzt auf die Gussplatte und braten sie erstmal von beiden Seiten scharf an. So, gute 2 Minuten später drehen wir unsere Patties mal. Drücken wir noch ein bisschen an. Und dann habe ich ja jetzt hier den Provolone. Den lege ich jetzt da drauf. Und wir lassen den Käse und die Fleischpatties noch auf der Grillplatte drauf. So, 2 Minuten später ist die Unterseite vom Beef Patty bzw. vom Fleisch Patty auch angegrillt. Jetzt setzen wir das hier oben auf den Warmhalterost, damit eben der Käse noch schmelzen kann. Denn wir brauchen jetzt unsere Grillplatte hier vorne, um die Zwiebel drauf anzubraten. Hier haben wir die Zwiebel. Die Zwiebel benötigen wir für unser Barbecue-Kraut. Da gebe ich jetzt noch ein ganz klein wenig Olivenöl drüber, um das Ganze noch ein bisschen mehr in Schwung zu bringen. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, bei einer heißen Grillplatte geht das natürlich alles ruckzuck. So, die Zwiebeln sind inzwischen angebraten. Jetzt habe ich hier das Sauerkraut und das kommt jetzt auf die Grillplatte mit drauf und wird mit angebraten. Jetzt würzen wir das Sauerkraut noch ein bisschen mit Pfeffer und Salz.
und haben hier die Barbecue-Soße. Geben das über das Kraut drüber. Welche Barbecue-Soße ihr dann nehmt, ist völlig euch überlassen. Die euch am besten schmeckt. Und dann wird das alles miteinander verteilt. Hierzu, es sieht wie das Original ein wenig gewöhnungsbedürftig aus, aber wie das Original schmeckt es gar nicht so schlecht. So, wenn das Barbecue-Sauerkraut dann ordentlich heiß ist, habe ich hier wieder eine Schale, da fülle ich es um. Und wir stellen es quasi auf den Grill und lassen es im indirekten Bereich noch ein wenig ziehen. In der Zeit kann auch dann der Käse schmelzen auf unserem Fleisch. Kleiner Service-Tipp am Rande, reinigt eure Griddelplatte danach sofort, denn in der Barbecue-Soße ist eine Menge Zucker drin und ihr wollt nicht, dass euch der Zucker auf der Griddelplatte festbrennt. So kann sie jetzt abkühlen und wir warten, dass der Käse schmilzt. So, gute 5 Minuten später. Unser Provolone läuft fleißig davon. Legen wir jetzt noch schnell die Buns auf, dass sie ein bisschen aufweichen. Im Hintergrund hört ihr es vielleicht schon klackern. Das sind die Brenner von meinem Brennwagen und die Gasflasche, die da dran ist, die hängt jetzt ein Dreivierteljahr dran und gleich wird sie leer sein. Das ist schon dieses... Könnt ihr es hören? Gleich gehen die Brenner aus, aber das macht nichts. Der Provolone ist fertig geschmolzen und dann können wir auch den Burger zusammenbauen. So, kurz Zeit später, still und starr ruht der Brennwagen. Die Gasflasche ist leer. Absolut hervorragend. Und ja, hier haben wir jetzt die ganzen Zutaten für unseren Barbecue-Sauerkraut-Burger. Und den bauen wir jetzt zusammen. So, hier liegen unsere vorgewärmten Kartoffelbuns. Und hier ist unser selbstgemachtes Barbecue-Sauerkraut. Und es duftet und dampft. Und das geben wir jetzt hier auf das Bun drauf. Ruhig generös. So, und dann haben wir hier unser amtliches Schweinefleisch-Patty mit dem Provolone. Der Wahnsinn. Obendrauf, weil wir noch was übrig haben, geben wir noch mal ein bisschen was von dem Kraut. Dann sind die Kartoffelbuns auch nicht so trocken, denn das muss ich wirklich sagen, also wer Brioche-Buns gewohnt ist, wird an den Kartoffelbuns zu beißen haben. Die sind, ist einfach mal eine andere Geschichte, aber sie sind halt eben nicht so saftig und fluffig wie die Brioche-Buns. Aber das ist er dann, mein Barbecue-Sauerkraut-Burger und ja, jetzt wird probiert. So, und da ist er also, der Barbecue-Sauerkraut-Burger und jetzt beißen wir da mal rein und ich hänge den Kiefer einfach mal aus. Das ist der Hammer. Oh Leute, der ist an Saftigkeit schwer zu überbieten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hoffe, die Kamera stellt still. Der absolute Kracher. Die Kombination von diesem Sauerkraut mit der Barbecue-Soße und dem Schweinefleisch, der Käse noch dazu, ein Träumchen. Absolut fantastisch, ganz einfach zu machen und den solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, da oben habt ihr die Möglichkeit, das gerne zu ändern. Wenn ihr schon Abonnenten seid, habt ihr unten noch das Glöckchen, auf das ihr draufklicken könnt. Und das ist dann alles, was ihr machen müsst, um nichts mehr zu verpassen auf meinem Kanal. Und ja, dann wünsche ich euch also ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.